Hallo ihr Lieben! Auch in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße, weil die Politiker nicht die Interessen des Volkes vertreten. Obwohl die Bauern seit Monaten auf die Straße gehen, wurden ihre zahlreichen Forderungen im Bundeshaushaltsgesetz 2024 so gut wie gar nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der Bundestagspolitiker stimmten trotzdem für den Entwurf des Bundeshaushaltsgesetzes 2024. Der eigentliche Skandal ist aber folgender. Fast jeder Politiker hat so entschieden, wie es von der Fraktion vorgegeben wurde. Mal abgesehen davon, dass es bei jeder Partei ein paar Politiker gab, die keine Stimme abgegeben haben, wurde bei jeder Partei entweder immer mit Ja oder immer mit Nein abgestimmt. Kein einziger Bundestagsabgeordneter hat anders abgestimmt, als von der Partei vorgegeben. Somit müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, ob es sowas wie eine Fraktionsdiktatur gibt. Es gibt jetzt nur noch die Hoffnung, dass die Landesregierungen im Bundesrat das Gesetz stoppen. Und wenn ihr auch wollt, dass die Ministerpräsidenten und die Landesregierung dieses Gesetz stoppen und den Willen des Volkes berücksichtigen, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Das ist der Trick der Politik. Ein Schritt vorwärts vor der Wahl und danach drei zurück. Das ist der Trick. Und wenn er daneben geht, spielen wir blinde Kuh oder russisches Roulette. In einem Puff, in Fischament, erklärt ein Herr vom Parlament, nach zwei, drei Flaschen Pommery, den Damen seine Gewerbestrategie. Wenn du nichts weißt, dann rede viel, nur lass die Wahrheit tunlichst aus dem Spiel. Denn das Volk ist es gewöhnt, dass man mit heißer Luft die Dinge schönt. Geht einem Land durch Zinseszinsen, wie allen anderen die Zukunft in die Binsen. Errichte ein Gipfelkreuz am Schuldenberg und preise stolz dein Meisterwerk. Das ist der Trick der Politik. Ein Schritt vorwärts vor der Wahl und danach drei zurück. Das ist der Trick. Und wenn er daneben geht, spielen wir blinde Kuh oder russisches Roulette. Wenn du nichts weißt, dann rede viel, nur lass die Wahrheit tunlichst aus dem Spiel. Denn das Volk ist es gewöhnt, dass man mit heißer Luft die Dinge schönt. Geht einem Land durch